Ruhe Mölle, was am Ende das erwartet schwere Stück Arbeit für euch? Ja, wir haben den Start nicht so erhofft und das Ende auch nicht. Ne? Da haben wir ein bisschen, da hat der Gegner ein bisschen Glück gehabt auf so eine Ecke. Und eine Standardsituation am Schluss, ein Elfmeter. Aber dazwischen war es okay, das Spiel. War klar, dass es eng wird. Wir haben dann unterm Strich auch verdient gewonnen. Den Sieg nehmen wir mit, den Pokalsieg, und den nimmt uns gerne mehr weg. Warum ist es am Ende nochmal heiß geworden? Ja, weil der Gegner, glaube ich, mit gefühlt 8 Mann bei uns im eigenen Strafraum war. Eine sehr undurchsichtige Elfmetersituation, die man auch nicht so pfeifen darf, glaube ich, um es mal gelinde auszudrücken. Und dann kommt sowas zustande, das ist ganz normal, aber unterm Strich trotzdem verdient der Sieg. Sie haben den Pokal in die Höhe gestemmt, wie war das? Es war Landespokal, aber Pokal ist Pokal, denke ich. So kann man es zusammenfassen, ja, Pokal ist Pokal, aber natürlich auch im Hinblick auf die nächste Saison extrem wichtig gewesen. Das war, wieder mit dem DFB-Pokal spielen dürfen, Heimspiel haben, vor großer Kulisse hoffentlich, und das war, glaube ich, ganz, ganz wichtig heute. Gibt es einen Wunsch gegen? Eigentlich nicht. Der Trainer meinte, Bayern München möchte er nicht haben, weil er weiterkommt. Ja, die möchte ich auch nicht haben. Also, man hat streben natürlich schon, einen Gegner zu haben, den man auch schlagen kann. Wir waren dieses Jahr auch dicht dran gegen HSV. Wir nehmen, wie es kommt. Mal sehen. Lausitzer Rundschau. Täglich lesen, informieren.